Ach, so, da sind wir schon wieder hier an unserem Sicherheitscheck am Flughafen. Ja, das ist so. Der Leiter der Airline. Okay, meine Damen und Herren, hier spricht das Personal. Bitte machen Sie jetzt eine Sicherheits-Anschlange Ihre Fluggäste, bei den die örtlichen gleich Beamten, die einen kleinen Check durchführen. Wenn die Beamten Ihnen das Go geben, dürfen Sie nach und nach passieren. Dankeschön. Einer bitte nach dem anderen. Ist die Maschine startklar. Super. Eigenhändig überprüft. Da kommt jemand auf den Fallschirm. Perfekt. Da kann ja nichts mehr schief gehen eigentlich, ne, Herr Doug Heffernan. Nee. Sollen die Leute raus? Das Herr Costa, wollen wir mal die Leute reinbringen da? Okay, Beamten, also die Leute kommen jetzt nach und nach. Ja. Schönen Tag. Hallo. Ja. Nach und nach bitte in die Schlange machen. Guten Tag. Alle mal bitte in eine Reihe aufstellen. Danke bitte. Wie geil das ist einfach, Alter. Einmal so machen, können Sie gerne behalten. Wir nehmen Sie nur Drogen hier und haben bitte schön, damit Sie keine Leute fassen können. Also ich will auch sicher gehen, dass wirklich keine Waffen oder sowas mit an Bord nimmt. Bitte einmal gut durchtasten. Pilot, mach du schon mal alles bereit für den Flug gleich. Bitte auch rucksackmäßig alles schön nachgucken, Jungs. Nicht, dass da einer irgendwas mitbringt, weil wir nicht im Flugzeug haben wollen, ne? Ja, kannst du machen. Aber warte, ich will immer noch gerade testen. So, ich geh auch mal ganz kurz das Flugzeug abschütteln. Junge, Hauptsache 5000 Filter hier. Ich will mal ganz kurz auf den Piloten sitzen, aber ich flieg nicht. Ich will immer das so mal von innen angucken. Ja, kannst du ja. Bist du? Warte. Also das will ich auch machen. WTF, Alter, was ist das denn? Du musst dir vorstellen, du bezahlst 35 Millionen, um allein die Lizenz zu haben, um das nochmal für 18 Millionen zu kaufen. Das ist einfach so behindert. Und eine schöne Weiterreise. Bunt, ne? Krass. Ich will auch die ganzen nochmal auf da, bitte. Ist doch offen, mach. So. Hey, da steigt jemand anderes ein, ne? So, ja. So eine geile Maschine hier. So, einmal bitte aussteigen. Hinten einsteigen, Herr Helmut. Einsteigen? Hinten, bitte. Boah. Auch Sie bitte, alle bitte hinten einsteigen, die durch den Sicherheitscheck sind. Hinten, bitte. Geile. Nehmen Sie Platz, alle hinten einsteigen. Alle bitte hinten. Soll ich auch noch hinten da, oder was? Ja. Wo kommst du auch nach hinten, ne? Ja, alle hinten einsteigen, bitte. Super. Auch wir Jungs, dann wäre ein richtig schöner Fluch. Wir warten, ja, wir warten natürlich, bis alle drin sind, ja klar. Oh, ich klar. Gigant, ich hab nicht die Dinge so voll, ne? Herr Officer, was sind Sie denn so unseriös hier? Bitte gehen Sie mal weg. Ja, keine Ahnung, gestern hatte ich eine lange Nacht, aber... Guten Tag. Ja. Geschichte. Könnte ich mal ausfassen? Hier, bitteschön. Klar, können wir natürlich hier Ihnen zeigen. Ja, bitte, wenn ich jetzt abstürze, ne? Reino Schwachtenberg, mein Name. Ich bin Kermabern, wenn ich jetzt abstürze. Einmal alle hinten reinhüpfen. Peter, bitte hinten rein. Ja, warum bekommst du einen Perma, Mann? Ich wollte mit ihm reden. Warte mal. Huch, ey, mach die Rampe wieder auf. Ja, irgendjemand hat es zu. So, sie müssen erst mitfliegen. Ist das jetzt gut wirklich? Okay, gut. Rampe wieder aufmachen, Leute. Hör doch mal auf, wer ist denn das? Macht nix. So. Soll ich aufmachen? Ja. Super, bitte auflassen, ne? Die Rampe, einer, ne? Einer, bitte. Einsteigen, so, wie viel haben wir da vorne noch? Ach, da kommen schon die nächsten. Aber bitte ruhig sein. Fragen können gleich gestellt werden, ja? So, wir halten mal die Sicherung hier, dass kein falscher Typ hier einsteigt. Ja, dankeschön. Was mit der Cam los? Ihre Fluggäste und so weiter sind, die Waffen haben wir jetzt nicht abgenommen, wie sie gewünscht haben. Seien Sie mal bitte kurz ruhig. Danke, das heißt, alle Herren haben wahrscheinlich ihre Waffen mit. Super. Und Kabelbinder sind weg. Okay, könnten Sie dieses Luftobjekt noch zur Startbahn gleich begleiten? Ist ja voll, der ist noch nicht voll. Zur Startbahn. Kann man machen, oder? Nee, ist nicht voll, nein, Quatsch. Ja, es können noch welche rein, also das Flugzeug ist da vorne voll. Kommt der, wir warten noch auf einen Gast da vorne, der wird gerade noch durchsucht. Ihnen ist schon bewusst, dass wenn Sie das Bankgelände betreten, dass auf Sie geschossen werden darf. Ja, mein Startbahn, Startbahn. Nein, wir fliegen damit zur Bank, ey. Die Startbahn. Die Startbahn. Die Startbahn. Also was sind Sie wahnsinnig? Da machen wir Minus. Also, ja, das können wir natürlich noch machen. Dann fahren wir noch vorne weg und sie heben ab. Ne? Bitte einmal einsteigen, die hier noch nachrücken, Jungs. Einmal einsteigen, Jungs. Hier. Vielen Dank, Herr Officer. Dankeschön. Kriegen wir einsteigen, Herr Gehrig, kommt. Ersten Flug rein, oder? Ja, ich muss mal ganz kurz. Warte mal auf, wenn der reinzupacken. Ich hab das gestern hier alles probiert. Sag den Typen mal, der soll aufhören, da reinzupacken. Einfach bitte einsteigen, bitte. Einfach einsteigen, Herr Gierig, bitte. Hopp, hopp. Gucken Sie mal, was die Polizei durch mal deine Kamera. Nur mal so zur Info. Och, was ist das denn? Das machst. Herr Kopp. Da hat der Herr Gierig, hat mir gerade einen Dietrich überwiesen, der eigentlich beschlagnahmt sein sollte. Ne? Das geht aber gar nicht. So, machen wir mal einen Außencheck, ja? So, machen wir die Klappe mal zu, ne? Die Werk ist sauber. Sind Sie denn so weit zufrieden oder sowas? Ja, alles gut, alles gut. Wir gucken mal. So, super. Wer hat denn jetzt da angemacht? Wer hat angemacht von euch? Hä? Okay, hier ist auch alles zu. Fahrwerk auch in Ordnung. Sollen wir mal rein jetzt, oder was?
Wer auch immer jetzt oben da im Co-Pilot sitzt, der soll bitte keinen Scheiß machen, Alter. Ich krieg echt einen Permaband, wenn ich das wegkacke. Ja, wir haben alle drin, oder? Ich bin im Co-Pilot. Ich hab aber nichts gemacht. Ist ja alles voll, da ist auch noch Platz. So. Hey, ja, warte doch, wir wollten. Ah, keine Hektik gemacht. Mann, ey. So. Was da, gemeldet überfallen? Ey, der hat wieder einen angefangen. Wie gesagt, der hat doch alle Startspawn. Der Pilot sollte mal die Klappe zu machen. Juni, hast du gerade einen gemacht? Ich hab nichts gemacht, warte, steig aus. Meine Damen und Herren, ganz ruhig, es geht gleich los. Ey, warte. Wir haben noch ein paar Plätze zu vergeben an Bord. Ach ja. Ich hab aber eh nichts gemacht, oder? So, die ganze Polizei begleitet den Piloten jetzt. Jetzt zur Startbahn, ja? Auf geht's. Ey, was machst du? Alter, was ein Monster, ey. Was ein Monster das ist, ey. Einfach hinterherrollen. Diesmal ab. Hallo. Das ist ein Senkrechtstart, das ist wie eine Hydra. Achso, der kann gar nicht rollen. Doch, der kann auch so starten, aber ich mach immer Sicherheitshalber neben dem Dorf. Du kannst auch hinterher rollen, du kannst auch fahren. Ja, fahren ist mir echt unsicher, aber okay. Versuch mal. Nein. Langsam, mach langsam. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord zu unserer Airline. Mein Name ist Ihr erster Offizier Costa Cordalis. Ich begrüße Sie heute mit unserem weiteren ersten Offizier Heino Schmachtenberger an Bord unserer wunderschönen Airline. Guten Tag, guten Tag. Heute als Kapitän Herrn Gigant sowie Joni. Sollte dieses Flugzeug in einer Luftdruckblase stürzen, bitte nicht die Kammer hinten öffnen. Bitte nichts machen, einfach drin bleiben. So melden sich bitte beim Herrn Giganten und fordern Sie Ihr Geld zurück. Heidelwurst hat mit diesem Unfall dann nichts zu tun. Fly with care. Wir freuen uns, dass Sie an Bord sind. Die Sicherheitsbestimmungen. Bitte unbedingt nichts öffnen, was nicht geöffnet werden darf. Bitte benehmen Sie sich an Bord. Keine Waffengewalt. Haben Sie einen angenehmen Flug. Sag, wir müssen hier starten. Und wir werden jetzt geradeaus auf die Startbahn rollen, über die rechte Flanke starten. Dann haben Sie einen perfekten Blick. Mein Kollege Heino wird Ihnen jetzt noch die Bordsicherheitsbestimmungen für die ganzen absturzgefährdenden Objekte mitteilen. Sag mal der Polizei, die soll da hinten weg. Hey, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Heino Schmachtenberg. Und herzlich willkommen hier auf dem... Ja, würde man sagen, ne? Jungfangflug mit unserem schönen Flugzeug, gesponsert von dem Herrn Gigant. Er ist auch Mitglied unserer Partei, der Heiden- und Costa-Partei, die ja auch im Wahlkampf in nächster Zeit... da vorne ist nichts passiert. Okay. Aber wir bleiben jetzt Pilot von Germanwings. Und ja, bitte bleiben Sie während des gesamten Fluges angeschnallt. Sollen Sie einmal auf Toilette müssen, können Sie natürlich kurz auf Toilette gehen. Das ist ja kein Problem, aber sollten Sie wieder Ihren Platz einnehmen, schnallen Sie sich wieder an. Denn es können immer mal wieder ungewohnte Turbulenzen auftreten. Okay, jetzt geht's los. Okay, wir werden jetzt starten. Bitte schnallen Sie sich an und halten Sie sich fest. Wir starten jetzt den Flug. Bitte halten Sie sich fest. Sie haben unterirdischen eine Kotztüte und... wenn sich dann übergeben, im schlimmsten Fall Essen gibt es gleich während dem Flug. Was ist das, Alter? Wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, war Gigant, werden wir natürlich Ihnen mit unserem Boardshot... Oh nein! Und wir fliegen! Jungs, wir fliegen! Wir fliegen! Ach du Scheiße, jetzt hat nicht abschließen. Nicht verlassen das Flugzeug. Wer das Flugzeug verlässt, wird unmittelbar der Polizei übergeben. Okay, gut festhalten. Tot, Alter. Gut festhalten, ich mach die Ausrichtung an. Oh Gott. Oh fuck, halt euch fest. Nicht, dass wir das überleben. Boah, hey, was machst du da, Gigant? Soll ich eine Frage stellen? Nein. Ja, bitte? Geht der Flug über die Nordpassage? Ja! Ja, meine Damen und Herren, unser Reiseziel wird in wenigen Minuten dann erreicht. Bitte verlassen Sie dann an der Stelle, in wenigen Stunden, Entschuldigung, bitte verlassen Sie dann an der Stelle das Luftobjekt und begeben sich ins Terminal. Ich würde sagen, dass unter uns Georgetown ist. Unter uns ist gleich Georgetown, wenn Sie zur linken oder zur rechten Seite gucken. Zur linken Seite eine Stadt, die 2048 erbaut wurde, aus reiner Manneskraft. Das Wetter ist das nicht ein Träumchen, meine Damen und Herren? Und auch sehr, sehr turbulent heute. Aber unser Pilot, Herr Gigant und Herr Joni haben alles unter Kontrolle. Ich bin schon Pilot. Bist du nicht vom Pilot?
Nee, ich bin ausgerechnet. Wurde nicht versprochen. Wo bist du, Eoni? Kann der Pilot ein bisschen tiefer fliegen, dann sehen wir auch was. Echt? Nee. Nein, wir müssen die Reiseflughöhe leider halten. Wow! Oder doch nicht. Ja, macht Direktschutzflug. Oder doch. Setz doch deine Brille auf. Okay, Eoni, Gigant, flieg mal zu der Insel. Oh mein Gott, kannst du weiter sehen. DP25. Weißt du, Unterbanität hat. Gigant? Oh Gott. Das geht das hier so schnell runter. Was machst du denn jetzt? Wir werden sterben. Gigant, DP25, bitte. Ja, als ob er jetzt sehen kann, wo das ist, während er fliegt. Sobald der Pilot Berge sieht, abspringen. Er ist von Germany. Wir werden sterben. Gigant fliegt. Boah. Ist nach rechts, Gigant. Ding, ding, DP 25, ja. Dann setzen wir alle aus und hauen ein paar. Geradeaus. 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 Wie, wir setzen alle aus? Hey, bist du bescheuert, Alter? Links. Westenwürst? Na, warte. Aber schön hier. Der kassiert da 150.000 von ihm. Wir setzen alle aus und fliegen weg, Alter. Hört ihr mich? Wir haben die Reiseflughöhe erreicht. Ich hab immer noch Hunger. Wo ist das Wort? Ja, wir hören dich. Hier ist der Krater, wo das Event war. Der so. Wurde ich mal abgezogen. Meine Damen und Herren. Ihr könnt ja sagen, dass ich hab doch mal jemanden abgezogen. Reden wir von der Welt. Wir beginnen jetzt mit dem Bordprogramm. Sie aber können sich Ruhe. Jetzt Snacks und Getränke schnappen. Wir werden jetzt einmal durchwandern und können natürlich zugreifen. Gegen einen gewissen Aufpreis werden wir auch warme Gerichte austeilen. Also wenn Sie da zuschlagen wollen, machen Sie es gerne. Hallo, Airline. I would care. 10.000. Das ist doch gerade. 10.000 pro Getränk. Oh ja, alles klar, Gigant, Alter. Der ist vom Berg oder sowas. Willst du, dass meine Kacke aus dem Schnorchel schluckt? Oh Gott, nein, bitte. Oh Gott. Meine Kacke aus dem Schnorchel, damit, ey. Dann kannst du mir wirklich auf die Kacke hauen. Das war Pilot. Oh Gott. Der hat einen Scheißbeutel, Alter. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Ich nehme mal tiefer. Komm, Gigant, mach mal jetzt zwei Beine. Manöver, Gigant. Boah. Und jetzt ohne, komm, ah, jetzt sind die mal um. Ich ja, dreh um, Alter, Gigant, komm mal. Ja, muss einfach direkt. Tiefer, Gigant, komm. Der Buschmensch, hallo. Boah, boah. Ja, ja. Tiefer, komm. Ja, das ist ideal. Wir haben eine Krankenversicherung, aber das wird ihn auch nicht helfen. Eine Krankenversicherung, Alter. Das wird ihn auch nicht helfen. Scheiße. Jungs, ich glaube, wir werden hier sterben. Soll da unten auf der Insel landen, Gigant? Werden wir auch. Unten auf der Insel. Die sollen auch nicht schlecht, die wollen uns alle aus. Nein, machen die Luke zu. Luke zu machen, bitte. Oh Gott, guck, wie da drin sitzen alle. Ey, komm mal schnell mit Kackebeutel raus. Komm, die fallen nicht mal hoch, weil jetzt gespielt. Das ist ja schon wieder Torstau. Lande mal auf dem Hofhaus. Ja, alles klar. Ich hab schon mal was gespielt. Flieg mal zu der kleinen Sandinsel, die da gerade war gegangen. Kann der Pilot mal zum Schock fliegen? Das Ding ist größer als die Sandinsel, Alter. Leute, da ist jemand dann abgesprungen, ne? Ja, kein Bier, nichts mehr. Der war wohl nicht angeschnallt. Das passiert also, ne? Ja, das war das. Wir müssen angeschnallt bleiben, Jungs. Ja, alle angeschnallt bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nicht immer so eine Drehung machen, mein Bier kippt auf. Und bitte nicht solche riskanten Spiele. Der Opa, Alter. Sag mal. Deckel drauf. Deckel drauf. Sind wir in der Nordpassage? Ja, die ist direkt unter uns. Die haben wir gerade eben beflogen, ja. Hier ist und da auf der Insel die aussetzen, Alter. Das wäre so mies. Das wäre so mies. Lande mal hier, Gigant, hier. Nein! Ja, Junge, kann ich mal landen, Alter. Alter, Vater, du sollst jetzt da landen. Hier kannst du auch landen, oder? Ja, hier ist geil. Kraft hat mein Enkel mal gesagt. Ah nein, hier ist zu groß. Egal, lande einfach. Groß, Alter. Hier haben die Menschen zu viel Platz. Zu groß. Wir landen, meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt unser Ziel. Bitte, sobald dieses Luftobjekt ihren Ort erreicht hat und die Triebwerke deaktiviert hat, in der Parking-Position sind, dann können Sie dieses Luftobjekt verlassen. Und bitte gehen Sie dann auf 1 Meter... Da vorne die Insel, guck mal da. Distanz. Ja, ja. Wie kommen wir dann wieder nach Hause? Ja. Das ist alles organisiert. Cordalis, ist alles organisiert. Vom Boote. Und zwar wurde nicht beim Bezahlen versprochen, den Flugplatz seiner Wahl. Ja, wir mussten leider umstrukturieren, da es massive. Gibt's das für. Der ist bescheuert. Massive Militärpräsenz bei der Nordpassage gab. Und wenn wir dort in den Luftraum eindringen, werden wir mit Kampfjets abgeschossen.
wir sind doch gerade durchgeflogen. Das ist doch immer gestern, weil das nicht vorher mitgeteilt wurde. Nee, das wurde aber nicht im Vertrag unterschrieben. Aber ich guck gleich mal nach. Wir haben noch Luftraketen an der Seite. Kurze Frage, welche Vertrag? Luftraketen? Im Vertrag stand nicht, dass du auswählen darfst, wo wir hinfliegen. Das sind Minigun. Bei mir stand das drin. Ich hab den schriftlich. Du hast auch gar nichts formuliert oder schriftlich. Ich hätte gerne mein Geld wieder. Das Teil ist so schwer zu landen. Der Miller ist einfach der Typ. Jetzt ruhig bitte, Konzentration für den Piloten. Ihr habt euch einfach noch bitte einmal Konzentrationsphase, ruhig. Dim, dim, dim. Fly with gear. Hallo, Wolfs, kann ich nicht. Loh! Hä? Alter! Wird der uns reingeflogen, ohne Witz. Er schmacht uns da los. Da kommt noch einer! Hä? Alter, über uns ist gerade noch einer drüber geflogen. Brigade, Brigade! Ich call, wa? Ich glaub, wir müssen schnell weg. Katze, Hause, schwimmen. Die drehen. Oh ja, die trollen. Die machen aber nichts. Doch. Ja. Wenn ich jetzt hier bleibe, jetzt soll ich doch meiner Frau erklären, wo ich war. Alle Fenster. Boah! Alter! Boah, der ist fast in die Bäume reingeflogen, Alter. Ja. So, das ist die internationale Flugshow, die wir Ihnen versprochen haben. Hey! Was für Flugshow, Alter! Links, wenn Sie jetzt das Flugzeug verlassen, links ist ein Hippiedorf. Da gehen wir jetzt als erstes hin. Ein Hippiedorf. Alle aussteigen, bitte! Warte! Oh, das. Warte. Die Tür ist ja noch nicht mal offen. Gui! Folgen Sie mir bitte! In einer Schlange. Waffen in den Rucksack, bitte. Folgen Sie mir bitte in einer Schlange. Los geht's. Ganz langsam. So, nach. Alter Schwede. Wir sollen alle aussteigen. Holt ihr bitte mal alle mit. Alle aussteigen, bitte. Wir warten eben auf den anderen Trupp. Bleiben Sie alle stehen, jetzt! Die sind hinten alle ausgestiegen, gegangen. Sind alle ausgestiegen, ja. Wir hätten auch noch Ausflugsfahrzeuge, womit wir hier so rumfahren könnten. Ja, Wien. Ja. Alle bitte die Waffen in den Rucksack. So, alle bitte eine Schlange bilden, dann geht's weiter. Gigant und Cityroller auch bitte herkommen. Ich bin nicht mehr Cityroller. Sollen mal die Waffen in den Rucksack bilden. Ey Leute, ich bin Heino nach wie vor. Warte mal bitte da, okay? Wir haben noch was vorbereitet. Ja, da kommt was, noch was. Wir haben was vorbereitet. Wir haben so Ausflugsfahrzeuge. Ja? Ja. Hallo, der Herr hier könnte... Ey, bleiben Sie mal hier, Sir, Sie im Dunkeln. Kommen Sie mal bitte zurück. Nein, der gehört, das ist doch... Der macht das schon. Okay. Kommen Sie mit. Dann gehen wir mal langsam weiter. Hä? Sind wir hier in Jurassic Park oder was? Okay, alle einsteigen bitte. Gib mal einen Schlüssel. Ist doch auf. Ey, das ist mein Auto, Mann. Oh. Schön, ja. Oder hol dir ein eigenes. Ja. Yeah. Mach mal auf, Curry, da. Verteilen Sie sich auf die Kraftfahrzeuge. Da rein, Curry. Ich kann nicht. Dann komm, hier ist noch Platz. Ganz vorne. Doch, kann ich. Halt. Okay. Hä, hey, wo kommen diese Fahrzeuge auf einmal her? Der Admin. Ja, das ist unsere Airline, die kann das. Die kann der Fahrzeuge hier. Die wurden ja abgeworfen. Ey, ohne Witz, wenn gleich mal ein Teil da geknackt wird und mitgenommen wird, dann rast ich aus. Die sind halt los, ist deins? Was ist deins? Das ist deins? Ja, irgendjemand muss ja von euch fahren, ne? Und ja. So, da vorne ist das Hippiedorf. Spot Nummer 1. Was ist das für Uganda? Ja, wir haben ja mehrere Spots. Einmal alle aussteigen, bitte. So. Hätten wir nicht laufen können. Einmal aussteigen. Diese bitte. Bank hier, die Sie sehen, ja, versammeln Sie sich mal alle um diese Bank. Die ist sehr, sehr bekannt, diese Bank. Kommen Sie mal her, alle. Alle mal um die Bank versammeln. Machen Sie mal einen Halbkreis um die Bank. Ja. Ja. Sagt, da saß Albert Einstein drauf. Auf dieser Bank saß damals Angela Merkel und Barack Obama hat ihr mit breiten Armen etwas gezeigt. Das ist die Bank tatsächlich. Oh Gott, können wir bitte wieder gehen? So, wir gehen weiter, kommen Sie mit. Ey, der Typ ist echt... Jungs, ich geh zu meinem Xian. Das geht mal alles viel zu schnell. Kommen Sie bitte mit. Ach, da läuft sie ja schon. Wir versammeln uns jetzt alle auf diesem Steg. Wobei, vorher müssen wir noch einen Blick auf diese Statue hier werfen. Machen Sie mal einen Halbkreis um diese Statue, bitte. Hier vorne. Alle mal einen Halbkreis drum bilden. Alle mal einen Schritt nach hinten gehen, ein bisschen weiter weg. Der hat magische Kräfte. Boah, da kann jemand sehr schön Klavier und Geige spielen. So, meine Damen und Herren. Immer gerne, meine Damen und Herren, immer gerne. Das ist Fulili Fulili. Fusilli, Fusilli. Fusilli, Fusilli.
Ich möchte jetzt erst alle bitte mitsprechen. Fusilli, Fusilli. Fusilli, Fusilli. Fusilli. Okay, so. Wer war damals beim Tempel von Anubis dabei? Niemand. Wer? Okay, so. Ihr wisst ja, unsere Gottheiten auf der Insel oder auf den Inseln Tanor, die brauchen immer Blut. Ja? Wer ist bereit dafür, Blut zu vergießen? Ich sehe gerade schon, wir haben jemanden hier. Okay, Sie, Helmut. Ey, wer schießt da? Stopp! Das bin ich, sag, das sind die Götter. Das sind die Götter. So. Gott, wenn du uns hörst, gib Schüsse ab. Okay, stopp! Gott, ruhig Gott. Nicht schießen, Jungs, okay. Nicht, nein, nicht schießen. So. Okay, Helmut. Lasst euch mal von der Musik leiten. Setz dich hin, Helmut. Nehmt alle eure Waffen in die Hand. Einfach mit dem Airbus-Gel. So. Und bitte einmal hier vor Fusilli hinsetzen. Vor Fusilli muss ich dich hinsetzen, ja? So. Alle eure Waffen bitte auspacken und auf Fusilli zielen, aber nicht schießen. Nicht schießen. Nur auf Fusilli zielen. So. Hier haben wir auch noch welche. Ja. Okay. Warte, noch nicht schießen. Auf drei werden wir Fusilli Fusilli schreien und den Helmut als Blutvergießungsopfer huldigen. Schon wieder, Alter. Eins, zwei, drei. Fusilli, 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 Fusilli. Ey, Fusilli schreien. Okay, stopp. Oh, Alter. Feuer einstellen. Jetzt gehen wir zu Helmut hin. Definitiv nicht mehr lebendig. Wir gehen jetzt zu Helmut alle, wir machen einen Halbkreis, um Helmut, alle zu Helmut. Was? Was? Ach du Scheiße. Gigant, sie sind als Mörder gesucht. Alle zum Helmut gekommen. Oh mein Gott, Costa, was hast du getan? Hinhocken. Warum? Costa, was ist passiert? Hinhocken. Auf drei. Ich muss mal kacken. Ey. Der wurde von Gigant getötet, steht da. Hör zu. Psst. Ja. Ruhig alle. Fusilli. Okay. Fusilli. Mitmachen. Fusilli. 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 Und jetzt alle. Fusilli. Fusilli. Alter. Oh, Alter, die hängen da richtig drin. Okay, es geht weiter. Helmut, ich bin stolz auf euch, danke, Männer. Danke, Helmut. Danke, dass du dich geopfert hast. Ey, so. Dennis, wir müssen uns noch einen opfern, weil jetzt können die Götter auch Blitze runterschießen. Okay, Dennis. Leute, hört zu. Ja. Ein Auserwählter ist unter uns. Macht mal alle einen Kreis. Wir haben einen Auserwählten hier. Fusilli hat einen Auserwählten gewählt. Fusilli, du hast uns alle erhört. Macht einen Kreis. Schnell. Wir haben einen Auserwählten. Lieber alter Mann, tret in die Mitte. Alter Mann. Hallo. Einmal in die Mitte. Du bist der Auserwählte. Du bist es. Du bist unser Jurassic Park Gott. Okay. Blitze werden vom Himmel auf dich niederpreschen. Die Götter werden mit dir sein. Nicht schießen, Leute. Nicht schießen. Alle Abstand halten. Wir müssen aber echt alle zurück. Alter Mann, sitzen bleiben. Komm, so und jetzt machen wir alle und Fusilli. Jetzt. Hallo. Weiter weg. Fusilli. Weit weg. Hallo, wir müssen echt weit weg. Fusilli. Weiter weg, Leute. Weiter weg. Oh mein Gott. Weg. Die Götter. Fusilli. Der Himmel von Tanoa hat sich geöffnet! Und jetzt alle ins Wasser über den Steg! Reinwaschen! Die Leute bezahlen Geld auf den Dreck. Los! Reinwaschen von der Sündentat! Okay, Leute. Abschließend. Vertreffen wir uns jetzt hier nochmal alle. Lassen die alle. Und jetzt hört zu, Leute. Euch wird eine Ehre zuteil. Diese Insel muss neu bevölkert werden. Deswegen werdet ihr ab sofort hier wohnen. Alle. Nein. Dennis sagt denen, die müssen da irgendwo hin. Schickt irgendwo hin. Wir kommen auf. Ich bin stolz auf euch. Passt ihr auf. Sehen Sie da hinten den Baum? Den Baum der Superlative? Ich bin so stolz auf euch. Ja, weiter weg. Gehen Sie mal alle zum Baum der Superlative. Und hallo, setzen Sie sich Costa, rum. Costa, wir müssen ja nochmal kurz sagen. Die Götter können auch Zivilfahrzeuge hier spawnen. Und das Leben erleichtert. Nein, die Götter haben jetzt erstmal Pause, Mann. So.
Also setzt euch mal alle um die um den Baum da hinten. Setzt euch mal alle drum. Das ist der Baum des Glücks, Freunde. Der Baum des Glücks. In ihn wird der Opa Willi weiterleben. Denkt dran. Wir müssen aber das ist weiter. Opa Willi mit dem Kackebeutel. Der ist Miller. Miller meine ich doch. Setzt euch alle um den Baum. Ihr werdet dann vom Glück geheilt. Die Gamma macht meine Frau klar. Ja, okay. Schreibt da. Das ist ein Experience, Leute. Ihr habt für eine wahre Experience bezahlt. Der kommt damit sein spirituelles Wesen. Ihr habt alle für eine Experience bezahlt. Setzt euch mal alle hin. Guckt mal auf den Baum. Costa, wir müssen die Leute ja noch aufklären. Ne? Warum? Es ist immer Zeit, die Leute aufzuklären. Okay, der Heino, hört dem Heino zu. Psst. Es hat nämlich einen Sinn. Das Schicksal hat uns alle... Wartet kurz, wartet kurz. Bitte hinsetzen. Meine Damen und Herren. Das Schicksal von Tanoa hat es so gewollt, uns zusammenzuführen, uns eine Gemeinschaft zu bieten. Denn gemeinsam wurden wir hierher geschickt, denn Tanoa steht vor dem Abgrund. Tanoa steht vor der Wiedergeburt. Tanoa wird bald gereinigt. Und mit euch gemeinsam und Herr Willi oder Milli oder was auch immer, der jetzt im Himmel und in dieser Eiche weiterlebt, werden wir dieses Land erneut befruchten. Denn das funktioniert nur, wenn ihr Costa und mich Heino zum Präsidenten wählt. Wählt in Zukunft. Uns. Wählt uns und werdet glücklich. Werdet glücklich und erlebt ein tolles Leben. Hauen wir jetzt ab, oder? Schnell weg hier, komm. Leute, ihr bleibt kurz hier sitzen. Wir holen euch was zum Essen mit. Denkt an die Erleuchtung, hört die Götter! Ey, die folgen euch, ne? Ey, die folgen euch. Nein. Ey, warte doch, Alter! Komm, oh, wie mies! Ey, du hast jemanden umgefahren, das, Mann! Ist das jetzt in das Teil da rein, Brüder? Pass auf. Ey, Leute, wir dürfen jetzt aber nicht übertreiben, ne? Ey, wir haben mal, die Leute. Die geben uns Geld und wir können die Leute nicht einfach hier lassen. Alter! Dennis! Alter, ohne Witz, bitte. Alter. Jetzt kommt schnell! Einer ist gestorben. Ey, wir können die doch jetzt nicht hier lassen, bist du wurscht. Mach langsam, Mann, nicht da reinfahren, bitte. Okay, los. Ich mach die Maschine ernsthaft? Schon an. Komm jetzt schnell! Ja, ich bin auf Weg. Schlieflich! Wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Mach zu! Lieg eine Runde und hol alle einfach ab. Nö, das ist echt Alter, so. Doch, nein, wir lassen die jetzt ab. Hier, Mann. Ey, Alter! Alter, der ballert dein Ding an! Ja, scheiße, Wegepanzert. Mit Jurassic Park, man muss hier. Wir fahren weg, die Hunde, die Musik immer leiser wird, alles weg. Aber dreh mal um, hol die mal ab. Wir müssen die abholen, Mann, komm, wir fliegen zurück jetzt. Was geht jetzt ab? Die schießen uns ab, wenn wir da angehen. Die haben alles dabei, weißt du? Vor allem, beste Idee, nimmt die Waffen nicht ab, Kops, Alter. Es sind jetzt, glaube ich, vier Leute gestorben. Okay, Gigant, du musst jetzt zurückfliegen, Mann, komm, wir können die nicht da lassen jetzt, Alter. Ja, Mann, hol die ab. Guck mal, wie wir jetzt empfangen werden, pass mal auf. Oh Gott, ey. Ja, wir sind tot. Alter Schwede. Alter, mit der Jurassic Park Musik, wie der mit dem Blitz getötet wurde. Ja. Vor allem in dem Moment, das Lied so. Okay, lande jetzt, Gigant, komm. Es sind Hauptsache drei Leute umgekommen. Oder vier sogar. Heilewurst-Tours. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Einer wurde zu Tode erschossen, einer ist explodiert, einer wurde überfahren. Einer wurde auch umgefahren. Opa Willi mit dem Kackebeutel wurde vom Blitz getroffen, Alter. Er landet doch, Gigant. Ja, Junge. Die war doch da. Ich liebe diese Tours, Mann. Die sind gar nicht mehr da. Nein, doch, die sind noch da. Da? Ja, einer steht da vorne noch. Hat er jetzt alle erschossen, Alter? Ja, alle wurden zu Kannibalen. Ja, warte mal. Ich glaube, da hat mir noch direkt teleportiert, kann es sein. Nein. Nee, das kann nicht. Du meinst die Götter? Der Admin. Ah, doch, da unten sind zwei. Ey, hör auf zu schießen, Alter. Ja, das hören die auch, weil. Drei Leute. Lande doch jetzt, du musst da näher ranfliegen, Alter. Junge, ey, das ist. Weißt du, wie träge das Scheiße, die Scheiße da ist? Guck mal, die treffen halt nicht, weil das alles gepanzert ist.
mit Bumm tot. Warte mal, den einen Typen dürfen wir doch jetzt eigentlich erschießen, wenn er auf uns die ganze Zeit schießt. Ja, dürfen wir auch. Der wird jetzt auch abknallt, wenn ich den töte. Ja, warte, ich will ihn abknallen. Der ist da hinten. Ja, das ist der Typ mit dem Rucksack. Hallo, wer schießt denn jetzt ab? Von unten war noch jemand. Schießt ihn jetzt ab, ne? Zwei, ne? Guck mal, der eine hat noch einen in der Hand, ne? Der mit dem Kiddy. Ja. Ich hab nur den. Der hat auch geschossen. Der hat aber auch geschossen von unten gerade. Ja, das habe ich auch gesehen. Mal, der zieht noch. Schieß den einen jetzt ab, ne? Alter. Ja, nein, rechts, nein, ja, genau. Ja, warum scheißt der? Der ballert uns an. Oh, Alter. Ey, was soll denn das? Er fliegt nie wieder mit dem Ding. War, Wir haben kurz für unseren Dokumentationsfilm, ja, haben wir kurz eine Runde über die Tür gedreht. Ja, Luftaufnahme. Hier, warten Sie mal kurz. Ja. Boah, was war denn das für eine Aktion, ey? Ich glaube, das fuckt, ey. Echt so, Luftaufnahmen. Nur Luftaufnahmen von den. Von dem, das war's, genau. Ey, ich wäre fast erschossen worden. Ich kann nicht laufen. Luftaufnahmen. Ey, vor allem da ist der Kuro Surf. Ich wurde überfahren, ja? Luftaufnahmen. Der Mann, der geschossen ist, der bleibt hier auf der Insel. Ja. Den nehmen wir nicht mit. Wollen wir nicht mit? Das sind die beiden. Kurze Frage, woher haben sie die Passwörter bekommen? Können wir gerne nochmal versuchen. Die hat Allah gespawnt. Ach so, okay, gut, dann ist es euch jetzt ein bisschen ruhig. Wir setzen euch jetzt wieder am Festland ab. Was ist mit den beiden? Es hat euch gefallen. Die haben auf uns das Feuer eröffnet, deswegen nehmen wir die nicht mit. Ach, die hoffen, dass ihr natürlich öfter. Gut, dass ich keine Waffe habe. Ich kann ja ruhig schießen. Da passiert aber nichts. Das ist nicht so krass. Ich würde Gas geben, sonst schießen die wieder. Doch so eine Aktion bekommen, Mann. Unser Flieger ist gepanzert. Hat es euch den gefallen? Hält auch zwei Panzerfäuste aus. Fünf Sterne. Ja. Danke, ja, drei Sterne, weil du uns zurückgelassen habt. 6 von 5 Sterne. Also mal ganz kurze Frage, wenn wir jetzt wieder in Zukunft mit einem Angebot kommen würden, würden Sie wieder mitmachen? Nein. Ja, Wahnsinn. Einer sagt nein, der andere sagt da, ja, wenn Sie das dieses Mal nicht vergessen, dann ja. Ja, wie gesagt, das war nichts, das war extra, das waren Luftaufnahmen für unsere Touri-Werbung. Ey, sag ja, mal, das eben. Ist eben. Siehst du? Einer hat's verstanden. Eben. Ja, Mann. Luftaufnahmen von der Nordpassage, oder? Genau. Event! Boah. Was lag denn da hinten im Wasser, Alter? Kostet gerade nicht. Können wir denn gleich reden nochmal? Nach tatsächlich nur zwei Stunden. Alter, bist du wahnsinnig? Na, ja, jetzt kommt das aus dem aber heraus, ne? Der ist doch verrückt, der Typ! Stimmt. Der ist letztes Mal mit dem Heli gegen mich geknallt. Also, hallo ausgestattet, voller Heli, komm, erstmal knallt. Was? Also ja, das war mein Erlebnis, ne? Ey, lass mich mal ist der Dante Gierig hier drin? Lass mal mit dem Fallschirm abspringen. Nein, Mann. Der dann nicht. Hätten wir noch am Ende sagen müssen, der Fallschirm. Den haben wir zurückgelassen. Fallschirm, Mann, komm. Ach, der schuldet mir doch. Wo wir landen jetzt? Wo wir landen? Schuldet er dir? Und dann verabschieden wir noch was zu trinken oder was zu essen? Mein ganzes Set-Inventar zum Beispiel. Was für ein Inventar? Brauchst du was zu trinken oder essen? Allgemein alles. Kannst du echt nur so langsam sinken, ey? Meine Damen und Herren, wir setzen mit der Landung an. Wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für Heidelwurst Airlines mit Gigant und Heyoni entschieden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord unserer Luftobjekte zu begrüßen. Sie finden uns in Georgetown gegenüber des Supermarkts. Kommen Sie vorbei, buchen Sie die Reise, haben Sie viel Spaß. Die nächsten Ziele werden schon bald bekannt gegeben und vergessen Sie nicht, wählen Sie uns das Recht für Ihre künftige Präsidentschaft. Es wird besser, es wird größer, es wird schöner, es wird ohne Cops. Gewalt wird Tagesordnung haben. Ja. Und vergessen Sie nicht, so wird das sein. Heidelwurst. Ja. Könnten wir auch als nächstes diesen Blackfish kaufen. Das geht. Ist das doch also verfassungskonform? Ja. Wir werden den Staat nach und nach unterdrücken und selber eine Diktatur aufbauen. Alle davon werden profitieren. Du musst das. Außer deiner Diktatur. Die Cops werden das Propaganda-Instrument unserer Einheit sein. Sag mal, wie kommen wir überhaupt hier weg? Einfach im Heli auspacken. Ja, was? Ja, Leute, wir verabschieden uns für heute. Okay. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns aber in der nächsten. Boah, was für eine Landung hier. Ich glaube, der CD hängt. Bis übermorgen. Fly Landing. With care. Dankeschön für diese Aufmerksamkeit und raus. Aber